So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Brothers. Wir haben letzte Folge mit einem recht toughen Fight geendet. Denn wir haben hier leider uns einen Token übernommen. Some Brigand Raiders. Das bedeutet, es sind vier. Wir müssen mal gucken, wie es mit Highground aussieht. Ich hatte den Eindruck, dass uns da wirklich auch ein bisschen Damage fehlt, um die Leute wegzumachen. Gerade die Jungs mit den Helmen. Also da merkt man einfach, dass wir vielleicht nochmal ein anderes Schwert bräuchten. Aber ist fein. Ist fein. Die beiden Jungs, wenn wir da gut treffen, wird das ein schöner Schwinger, der den Kopf abtrennt. Bei dem auch. So. Die werden jetzt hier hochklettern natürlich. Wobei, actually ist das eine ganz gute Pose. Denn wenn hier welche stehen, ist mir das ja egal. Wir haben nur ein Feld an uns dran, was Highground hat. Ansonsten um uns herum. Aber hier ist auch ein Busch im Weg. Das heißt, sie werden schön delayed, außen rum zu gehen. Ja, wir beenden die Runde. Okay. In der letzten Folge haben wir super geil gelevelt. Wir sind jetzt echt auf einem guten Weg. Noch ein Level, dann sind wir wirklich mit Berserk nicht stunned. Geil. Auf einem sehr guten Niveau. 19% Hitchance hatte der da unten. Okay, ich würde noch warten, weil vielleicht können wir gleich einen schönen Schwinger auspacken. Komm mal ran, Digi. Jawohl. Ja! Du? Okay. Wir machen einen schönen Schwinger. 95, 95, 82. Let's fetz! Oh lol, den da oben haben wir actually geköpft. Der hat auf den Helm bekommen und der ist gedodged. Der hat den 95er gedodged, das ist einfach nur frech. Aber wir haben einen gekillt, das heißt, wir können nochmal swingen. Machen wir. Abfahrt. Boom! Und so kann das schon ganz anders aussehen. Es ist, daran sieht man, wie essentiell es ist, dass man am Anfang echt einen Kill macht. Wie viel Hitchance hat der? Mit dem Hammer 20. 20. Ja, ich glaube, da mache ich erstmal den Dude hier oben tatsächlich fertig. Weil der hat ein Schwert und höhere Hitchance. Abfahrt. Oh, Junge. Wir haben sein Bein gebrochen, glaube ich. Der trifft nicht, oder? Der trifft! Junge, ich habe Schädel. Ich habe eine gebrochene Nase. Der trifft den 20er. Ach du Scheiße. Wie viel Hitchance? Der hat's. Gott. Rüstung sieht gut aus. Okay, der Hammer. Wait. Slash. Staggered for one turn. Hier, da. Use a smite. Okay, smite ist anscheinend eine Fähigkeit mit dem Hammer, wo die Rüstung durchdringen wird. Ich bin One-Shot jetzt. Abfahrt! Ah, lecker. Und nochmal. Der will reinhauen, aber ist noch nicht vorbei. Komm, ich gebe dir noch einen. Du hast gedodged, du dumme Sau. So, nochmal Kopf ab. Okay. Wir haben den Hammer. Ich ziehe den gleich mal an, dann gucke ich mir die Fähigkeiten an. Knapp wieder 1000 EP. Es ist einfach nur nice. 5 Kills. So, aber jetzt... Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben eine gebrochene Nase. Wir haben eine gebrochene Nase. Das bedeutet... Wir müssen, also entweder wir warten 3 bis 5 Tage. das ist eigentlich keine Option. Und die Downside von der gebrochenen Nase ist auch keine Option für uns, weil wir nicht 15 Fatigue recovern pro Zug, sondern nur 10. Und die Moral ist auch, glaube ich, Content, okay. Gut, wir sind aber Level Up. Das ist nice. Das heißt, ich glaube, wir nehmen jetzt Killing Frenzy. Weil wenn wir einen Kill machen, haben wir 25% mehr Damage. Dann sind die Raider auch nicht mehr so ein Problem. Weil man merkt ja einfach, dass ich Probleme habe, die ordentlich zu One-Shotten. Manchmal reicht es nicht mehr für einen Two-Shot, wenn ich erst Kopf und dann Brust oder so treffe. Aber wenn ich 25% mehr Damage habe, dann sind wir wieder im Business. Deswegen nehmen wir das. Ist auch eine geile Kombination hier mit Berserk. So, jetzt schauen wir nochmal. Wir machen auf jeden Fall wieder... Ja, Melee-Skill. Melee-Defense haben wir jetzt echt langsam
gut. Und nochmal Fatigue. Sind wir bei 82. Das ist schon nice. So, was wir jetzt machen, wir gucken, welches Dorf, welche Stadt einen Tempel hat. Weil im Tempel können wir uns healen. Also wir können da genesen. Das ist ja frech. Warte mal. Ja, bei den beiden Orten war ich noch nie. Krass. Okay, wir müssen auf jeden Fall chillen, weil so oder so müssen wir unser Zeug reparieren, etc. Oh, was hier vielleicht? Ah, da war ich auch noch nie. Ist doof. Ist doof. Ja, dann checken wir mal die beiden ab. Oder die drei. Hier war ich überall noch nicht. War ich halt nur wegen der Karawane. Können wir straight gehen? Nee, okay. Wir gehen auf der Straße entlang. Okay. Ja, ist trotzdem schneller. Also gehen wir davon aus, da ist ein Tempel, ist trotzdem viel, viel schneller, als wenn wir jetzt 3 bis 5 Tage warten. Und da gibt's, da ist auch schön. Da ist auch schön. Oh, was ist denn hier los? Brigands. 5. Das ist genauso wie eben, glaube ich. Nee, eben waren sie einer. Nee, ist echt genauso wie eben. Können wir da joinen? Nee, weil der EP-Buff, den will ich jetzt nicht für 3 eventuelle Kills vergeuden. So, Lehmburg, it is. Heute kommt die erste Folge raus. Ich bin übergespannt, wie es bei euch ankommt. Weil, ja, ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe ein bisschen Sorge, dass es halt überhaupt nicht gut ankommt. Weil es ist halt ein spezielles Game, muss man anerkennen. Wie ist denn hier 16? Ist ein spezielles Game. Damals, das erste Video kam auch nicht so gut an. Und ist jetzt auch ein krasses Commitment für eine ganze Reihe natürlich. Aber ich hab einfach ultra Bock und damit fahre ich jahrelang gut. So, ich mache halt die Dinge, auf die ich Bock habe und darauf vertraue ich. Ist ein gutes Bauchgefühl, was ich da habe. Da bin ich mir auch immer treu geblieben über die Jahre. Und ja, das inkludiert halt, dass mal Dinge auch nicht immer gut ankommen. Ist aber auch bei allen so, es kann auch nicht immer alles gut ankommen. Was heißt auch gut ankommen, ne? Ist ja Definitionssache. In meinem Fall heißt das, viel Klicks haben. Viele Kommentare, viele Likes, so in Summe. Okay, hier haben wir keinen Tempel. Aber die haben Good Harvest. Das heißt, wir können, glaube ich, gut einkaufen. Ja, gucke mal. Junge, wir kaufen hier komplett ein. Genau, und ich will aber einfach, ich glaube, es ist viel nachhaltiger, wenn man einen YouTube-Kanal betreibt, wenn man nicht immer den Hypes folgt und nicht immer danach sucht, was gut ankommt, sondern einfach, wenn man seine eigenen Themen auch erschafft. Ich kaufe das alles. Aber kaufe ich das alles? Es sind keine Handelsgüter, es ist Nahrung. Ich weiß nicht, wie die da mit dem Preis. Ich kaufe mal die beiden für 32 und guck mal, wie ich die woanders verkaufen kann. So, jetzt geht's nach Saltkai, Alter. Saltkrokant. Gucken wir mal, ob die einen Tempel haben. Das ist echt weird, dass hier nichts einen Tempel hat. Ich brauche einfach nur einen Verband. Junge, meine Nase blutet. Ist doch scheiße. Der Präsident braucht Heilung. Barbar. Ja gut, da können wir auch mal hin. Kostet das was? Wir brauchen halt. Das ist gut, dass wir das mal machen. Jawohl. Schnurrbart. Ja, toll. Aber geht auch ein kleinerer Schnurrbart? Nee, der eben war schon gut, ne? Ja, so.
Wie sehe ich aus, Leute? Eigentlich ist das der Präsident. Einfach so richtig sauer. Ja, wir nehmen das. Okay. Alter, richtig Muggis, Digga. Boah, Alter, übervernarbt. Boah, Alter. Also man kann krasse Scheiße schon machen, ne? Aber Tattoos haben wir nicht. So, perfekt. Jawohl. Warte mal, braune Haare natürlich. Top. Jetzt sieht er so aus wie ich, ist doch ganz klar. So, das ist scheiße, Mann. Aber wohin können wir denn segeln? Wir können hierhin segeln. Ne, die haben keinen Hafen. Wohin können wir denn segeln? Wir können hierhin segeln, ne? Das kostet das? I think it costs. Also bei so einem Hafen können wir für 40 tacken. Wir machen das trotzdem mal schnell. Die haben einfach gar nichts im Dorf. Das ist doch peinlich, Leute. Wir segeln zurück. Und dann gehen wir hier hoch. Nach Brunnental. Ey, bitte. I need a temple. Please. Brunnental, don't enttäusch me. Das gibt's doch nicht. What? Es ist ja insane. Das heißt, all diese Ortschaften haben keinen Tempel. Willst du mich veräßen? Okay. Wie viele Tage sind denn schon um? Okay, we'll heal in 1 to 4 days. Also actually können wir jetzt einfach zurückgehen und dann geht das wieder. Das ist ja Panne. Okay, aber dann wissen wir es schon mal. Wahrscheinlich hier in einer der größeren Städte. Das Ding ist, man sieht die halt nicht außerhalb, ne? Silk Farm. Nee, I don't think so. Hm. Na gut. Achso, was wir machen können. Wir haben ja gerade billig hier eingekauft. Oh, 12. Okay, ich glaube, bei Lebensmitteln ist es... Lebensmittel kann man nicht so gut traden. So, wir wollen weiterhin freundlich werden mit irgendeinem Dorf. Das muss jetzt mal passieren. Und dafür gehen wir nach Finsterweiler und wir werden keine Karawanen-Quests mehr machen. Aber wir gehen über die Berge, ist doch schön. Schön über die Berge, bisschen Rübezahl, Hallöchen sagen. Kennt ihr Rübezahl? Heißt du Rübezahl oder Rübezahn? Tilted Grave Markers. A place where people have buried their dead. Placing them down. Okay, hier sind wahrscheinlich Undeads. Servus. Ja, da habe ich jetzt. Ja, brauchen wir jetzt nicht Hallo sagen, bin ich early. Immer wenn dieses Kassiergeräusch kommt. Es ist eigentlich kein Kassiergeräusch, ne? Aber wenn hier die. Oh, was ist denn hier los? Was ist hier los? Brigands? Thugs? Junge, die haben hier randaliert. Okay, die wurden weggemacht von der Lehmburg Company 9. Also es sind 9 Leute. Von der 9. wurden die weggemacht. Nice. Okay. Wir sind actually... Hoppala. Level 9. Krass. Ab jetzt ist echt Feintuning. Wir haben jetzt unsere wichtigsten Perks... Wir sind eine absolute Maschine im Gefecht. Wir sind tankiger geworden durch Battleforge, ne, dass unsere Rüstung weniger Damage bekommt. Das heißt, ab jetzt sind echt so eine Kriegshammer... Oh, das wollte ich gucken. Kriegshammer und Dolche mit am gefährlichsten. Smite. Can ignore armor. 0 bis 59 Damage can ignore Armor. Und Shatter? Auch, aber weniger. Aber minus 10% Chance to Hit? Aha. Ist quasi äquivalent zum Swing, nur mit dem Streitkolben. Aber Schwert ist halt geil, weil es so viel Hit hat. So, kann ich hier Sachen verkaufen? 17. Ja. Hier mache ich ein bisschen Gewinn. Dann mache ich das mal schnell.
War jetzt nicht so worth, ne? Oh, die Bretter sind gut. 200. Kaufen wir. Wie sieht's mit Supply aus? Gut, oder? Ich könnte jetzt noch... noch den und das verkaufen. So, tschüss. Ja, wir haben ein paar vier Rüstungen. 110, geil. So, die beiden können weg. Okay, wir können langsam mal überlegen, Quality Bros zu rekrutieren. Hans, der Torturer, Digga. Hans, der ist Witch Hunter. Ja, so ein Bowyer. Poacher waren bad. Ich glaube, Bowyers. Ne, welche waren denn die Killer on the Run? Hm, schöne Assassine. Ich glaube, Bowyers. Was waren nochmal? Ne, Hunter waren die besten Rangers, glaube ich. Wir sind ja schon da. Hier wollten wir Quests machen. Was haben wir denn? Hm, okay, wir sollen ein Paket. In Meiding. This cargo is under... Okay. Ja. Except. Think about it. Wo war der Ort? Siegau? Meiding? Hier unten? Ja gut, machen wir. Machen wir. Except. Jutti. Ist noch ein Fletcher. Der hat halt immer... Hier so ein heavy Crossbow, Digga. Na gut. Passt. Ja, gehen wir hin. Und ich denke mal, uns wird was begegnen auf dem Weg. Oh, wir gehen off the road. Oh, mutig. Nahrungstechnisch, wie lange hält die noch? 6 Tage. Es ist so geil, wenn man nur einen Dude hat. Also ich bin zum Beispiel ja ganz anderes gewohnt, weil ich halt mit einem Full Squad... Soll ich euch den eigentlich mal zeigen? Ne, den habe ich euch ja... Ich weiß gar nicht, da hat sich, glaube ich, am Ist-Stand gar nichts getan seit Januar. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen gezockt, aber ich bin gerade eher bei Stone Shard am Machen, weil ich ja Battle Brothers jetzt hier schön zocken kann, immer jeden Tag. Ich muss sagen, ich habe schon wieder mehr Bock auf Battle Brothers. So. A few Brigand Thugs, a few Brigand Raiders. Okay, das sind 3-3. Das müsste easy gehen. Habe ich noch eine gebrochene Nase? Nein, ist geheilt. Volle Rüstung, rein damit. Irgendein strategischer Ort? Nö. Abfahrt. Das sollte easy gehen. Also. Mhm. Alter, hier oben wäre ja Luxus. Hier oben wäre ja abnormal. Komme ich aber nicht hin. Dann gehen wir hier hin. Oh ja, direkt neben dem Bäumchen. Oh mein Gott. Isolierter Highground. Ah, das wärmt mein Herz. Klasse. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Und chillen. Der hat eine Pike. Die ist eklig. Axt. Oh, der wollte mich runterstoßen. Das geht aber nicht, Freundchen. Perfekt. Euch köpfig. Der ist eklig. Aber wir haben hier keinen Streitkolben, nichts. Doch, er hat einen, oder? Egal, anyway. 95, 95, 95, obwohl Schild. Kopf verpacken! Ich habe jetzt Killing Frenzy, 25% mehr Damage und darf nochmal ran. Ihr werdet jetzt auch geköpft! Oh, ja, gut. Daneben. Ja, also ab jetzt, Freunde. Das ist so ein geiles Game, Junge. Oh, du stellst perfekt. Das ist so nett von dir. Verpisst euch aus meinem Gelände. Diese Straßen sind wieder sicher. Du Arschkrampe. Tschüss. Oh, Alter, noch zum Schluss schön einen Kopf abgeschlagen. 1000 EP. Lecker. Guck mal, da haben wir wieder ein bisschen Nahrung. Alles da. Ey, die gönnen. Die gönnen, die Brigands. Es ist, die haben mich nicht einmal gehittet, ne? Das ist disgusting. Ich muss jetzt nur nochmal das Schwert ein bisschen polieren und dann war's das. Lecker Schmecker. Wie er hier. 400 Kronen. So. Open. Das Ding ist, Meiding.
Ging jetzt bei Miding auch was hoch? Ja. Okay, das heißt, wir können auch immer gucken, ob jemand nach Finsterweiler was transportiert, transportieren möchte. Drei. Ja, ja, ja. Finding people. Ja, ja, ja. Okay, also es ist tatsächlich eine Quest, wo wir wieder Diebe verfolgen sollen. Aber ich bin sehr irritiert, dass es hier drei Totenköpfe hat. Wie viel Geld will er denn? Will er geben? 1160. Das klingt mir zu krass. Wirklich, das ist zu krass. Das klingt nicht gut. So, wir gehen. Warte mal. Wir gehen zurück nach Finsterweiler. Da ist finster, leider. So. Ja, die Scheiße ist ja auch. Boah, Junge, das Haus, was wir am meisten grinden wollen, ist jetzt das Schlechteste. Weil wir zweimal da eine Karawane verkackt haben. Ich muss mich nochmal schlau machen. Vielleicht habt ihr das auch in den Kommentaren zwischendurch, ist ja schon die dritte Folge, zwischendurch gesagt. Wait, wenn ich gerade hier bin, wir haben den EP-Bonus nicht mehr. Da, ah ne, der hat ja gar keine Trading Hall gehabt, ne? Sickte. Aber wir können nach dem Quality Bro Ausschau halten. Oh, jetzt ist gerade Nacht. Naja, dann nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir weiter, weil es finster, leider. Nach finster weiter. Anyway, vielleicht habt ihr in der Zwischenzeit das sogar vielleicht geschrieben. Ich hab gerade so nachgedacht, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Wie man Noble House grindet. Also die Relation farmt. Ja, die sind eklig. Wobei, aber nee. Sam-Nachtseras. Das sind quasi so Ghule. Und wie war das nochmal? Die leveln irgendwie. Also ich glaube, genau, man schlachtet die ab und dann gehen die zu den Leichen von ihren Mates und fressen die und werden stärker. Das ist scary. Die soll mal ihr Ding machen. Sollen die mal machen. Bisher bekämpfen wir einfach nur dreckige Banditen. Bisher ist es gar kein Fantasy-Game. Aber ich finde es auch geil. Das ist zwar so mit Fantasy-Kreaturen, aber na gut, bis auf Nekromant und irgendwie untote Priester, aber es gibt jetzt keinen so typischen Magier. Wisst ihr, wie ich meine? So, der hier Feuerbälle schmeißt und sonst was. So, Finsterweiler hat eine Quest. Ehre. Spinnen. Spinnen. Aber sehr wenig Kronen dann und nur einen Schädel. Das sollte ich packen. Das Problem bei Spinnen ist, die spinnen einen ein. Und alleine kann man sich da... Also man braucht eigentlich immer Support. Einer der... Wir probieren es mal. Ich glaube, 330 Kronen, nur ein Stern. Wir machen das mal. Wir machen das. Wir könnten dafür ein Meatschild einpacken. Holy shit, ist ja nichts wert. Junge, hier ist ja Katastrophe. 13. Okay. Wir können hier irgendeinen Hans Wurst einpacken. Hier so ein Brawler für 150. Oder so ein Date. Ja, Tagelöhner. Wir packen den ein. Und Konrad auch. Wir haben das Geld. Wir haben das Geld. Ich habe Schiss vor dem... Ich will jetzt keine Scheiße bauen. Ist wahrscheinlich... Also, ist... Lohnt nicht. Weil wir kriegen ja nur 300 Tacken. Die habe ich jetzt schon rausgehauen. Aber... Ich habe Schiss vor dem Weber... So würde ich actually spielen, wenn ich Iron Mode... Iron Man Mode? Iron Man Mode? Nein. Iron Mode? Ja? Wenn ich das zocken würde. Dann würde ich mich so an Sachen rantasten. Also actually, ich würde den Iron Mode nie spielen, wenn ich das Spiel nicht...
Also wenn ich nicht jeglichen Inhalt kennen würde, you know. So, wir geben den Speere und Schilde. Weil Speere erhöhen auch mit ihrer Attacke 20% Hitchance. Trefferwertung, Digga. Das ist nice. So, rechts und links. Okay. Ja, dann versuchen wir mal, die Spinnis zu finden. War? Hunt down Webknechts in the woods. In the woods. Wahrscheinlich da, oder? Oh. Da sind Webknechtis. Eigentlich wollen wir die nicht im Wald... Mehrere? Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Keep your eyes. 5. Okay, nur die Kleinen. Da gibt's auch größere. Ja, das sollten wir packen. Das Ding ist, die vergiften und beißen sich, glaube ich, auch durch Rüstung durch und so. Eieieiei. Ekelhaft. Okay, wie machen wir das? Ja, das hilft im Wald mal, weil da sieht man, welche Felder nicht betretbar sind. Ist eklig, dass hier der Highground. Ich würde den neben ihn stellen. Die sind ja literally nur dafür da, abzulenken. Deswegen gebe ich dem jetzt hier auch Shield Wall. Das erhöht unsere Melee Defense um 15. Und nochmal plus 5 gegen alle Attacken für jeden Verbündeten, der an einem dran steht und auch Schildwall nutzt. Der macht auch Schildwall. Jetzt ist der zum Beispiel bei 34 Melee Defense. Das ist nicht bad. So, und du gehst tatsächlich hier hin. Und wir versuchen jetzt, genau. Der hat mich jetzt eingesponnen. Auch eingesponnen. Okay. Schildwall. Und du versuchst, den mal zu befreien. Hat nicht geklappt. So, was macht das? Ach du, das ist ja Katastrophe. Minus 50% Melee Defense. Minus 50% Damage. Twice as much damage received by Webknechts attack will ignore armor. Ja, ist kritisch, bin ich ehrlich. Komm, mach die Scheiße weg. Okay. Drauf. Beide ausgewichen. Katastrophe. 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 Habe ich mich übernommen? Once again. Da tickt das Gift. Für 4 AP können wir uns versuchen zu befreien. Hat geklappt. Jetzt haben wir... Wir brauchen 6 AP für eine Attacke. Upsi. Okay, das war nicht Wolf. Die spinnen mich immer wieder ein. Ihr könnt ruhig mal blocken, genau. Okay, also die machen... kein Damage. Ja. Der muss weg, damit ich auf... schließen kann. Okay. Ja, wir stechen mal zu. Wir stechen nochmal. 7, 8. Ja, komm. Okay, die oben hat kassiert, immerhin. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine kleine Katastrophe, aber die machen uns kein Damage, ne? Also wir sind wirklich scheiße tanky. Eieiei. Okay, ab jetzt wird's eklig. Immerhin befreit. Auf 81. Okay. Immerhin haben die jetzt langsam keinen Bock mehr. Aber ich sterbe auch nicht. Weil wir halt 50% weniger Damage machen. Okay, der haut rein. Der hat keinen Bock mehr. Der flieht jetzt. Okay, wir versuchen es nochmal. Beide tot. Wichtig. Wir haben wieder... wir haben wieder Aktionspunkte, aber zu viel Fatigue. Aber wir sind confident. Der ist gone. Scheiße. Ich glaube, wir machen einfach so weiter. Oh. Hm. 95.
Ja, drauf. Geil. Ah, die Spinne hat ihre Schulter aufgeschlitzt bekommen. Naja, man kennt's, ne? Schulterspinnen. Imagine, die haben so menschliche Schultern. So, der ist gone. Oh, Alter, er hat die Spinne geköpft. Und 25% mehr Damage für 2 Züge. Die will uns surrounden. Hauptsache nicht vergiften, das wäre wichtig. So, jetzt nochmal. Zack, auch geköpft. Geil, jetzt können wir einmal uns versuchen zu befreien, nevermind. Okay, jetzt rasieren wir. Kaum sind wir confident und haben Frenzy. 25% mehr Damage. Dann geht's auch. Ja, Waldemar und Konrad sind RIP gegangen. Wir kriegen ein bisschen Ausrüstung zurück. Cool, Hauptsache die Helme. Das ist actually das Wichtigste. Die Speere auch schön. Und wir bekommen ein bisschen Poison Gland. Das kann man gut verkaufen. Man kann auch craften später. Dafür brauchen wir so tierische Substanzen. Also vegan sind wir hier nicht. War worth. Hauptsache eine Quest fertig in Finsterweiler. Finsterweiler macht mich geiler. Wenn die friendly sind zu mir, brauen die mir manchmal auch ein Bier. So. Und ich bekomme ein bisschen Snacky Snack. Das ist ja nett. Warte mal. Sind die jetzt friendly? Ja, sie sind friendly. Nice. Wie gut. Geil. An ambition fulfilled. Also, wir haben jetzt unser Ziel erreicht. Wir haben jetzt Renown bekommen. Und Maximilian Knabe, Präsident, ist in good spirit. Geil. Das bedeutet, wir haben hier bei unserem Söldnertrupp-Management haben wir jetzt einen freien Platz freigeschaltet. Und da können wir jetzt Gold ausgeben, um quasi Utility-Leute anzustellen. Die sind jetzt nicht, die fighten nicht mit, sondern die geben uns Boni. Zum Beispiel der Scavenger macht recovers a part of all ammo you used during battle, recovers tools and supplies from every armor destroyed by you during battle. Also, der gibt uns immer nach Kämpfen ein bisschen Munition und Reparaturzeug zurück. Dann gibt es auch eine Köchin. Was ist denn hier richtig nice? Die muss man auch freischalten, wenn man bestimmte Sachen macht. Hier muss ich zum Beispiel 21 Ortschaften entdecken. Makes you earn 15% more renown with every action. Was haben wir hier? Also das ist nicht schlecht. Hier kriegen wir mehr Renown. Was macht der Brigand? Makes you see the position of some caravans at all times and even if outside your sight radius. Das ist geil, wenn wir Karawanen überfallen wollen. Kartographer? Der gibt uns 10 bis 400 Kronen jedes Mal, wenn wir eine Location entdecken. Und wir kriegen umso mehr davon, also umso eher 400, umso weiter diese Location von der Zivilisation weg ist. Also ist geil, wenn man in die Wilderness immer geht, kriegt man immer ein bisschen Geld. Lookout. Sichtradius erhöht um 25%. Scout. Wir bewegen uns 15% schneller auf der Map. Blacksmith. Sachen werden schneller repariert und er repariert Sachen. Das ist geil. Der ist geil. Der macht, dass wir häufiger Verträge verhandeln können, ohne die Beziehung zu beeinträchtigen und Beziehung erholt sich schneller, wenn sie negativ ist, wie jetzt zum Beispiel bei der roten Fraktion. Und decayt langsamer, verfällt langsamer, weil das ist ja so, wenn man die hochpusht, decayt die langsam.
Der ist ganz geil, wenn man rekrutieren will. Drill Sergeant. Da kriegen wir mehr EP. Surgeon. Trader. Ja. Der ist ja geil. Da können wir überall sehen, was es für Aufträge gibt. Bounty Hunter? Krass, da kriegen wir oft öfter Champions als Gegner. Die haben legendäres Equipment dabei. Okay. Ja, ich glaube, ihr könnt ja mal Sachen vorschlagen, aber ich glaube, ich würde da erstmal noch nichts machen, weil es noch nicht so necessary ist. I guess. Ja. Okay, cool. Wir wollen weiter bis Level 11 grinden auf jeden Fall. Parallel können wir immer schon mal gucken in der Zitadelle vor allem, ob wir mal jemanden rekrutieren. So einen zweiten Hedge Knight oder so. Oder wie gesagt, irgendein Quality Bro. Und dafür sparen wir gerade auch viel. Alternativ können wir natürlich für 5000 fetteres Schwert kaufen. So, Feilstein, was geht bei euch? 15. Was geht bei euch? Ja, dem wurde was geklaut. Gerne. Machen wir. Machen wir. Dem wurde was geklaut. Nur Brigand Thugs. Easy. Komplett easy. Also die one-hitte ich ja alle. Ist ja übel geil. Ah. Warte mal, wir wechseln dahin. Ein Knüppel. Zwei Knüppel. Zwei Knüppel. Ja, das ist ja absolut easy. Kommt mal her. Kommt mal her. Das wird ein Massaker, Junge. Oh, Alter, ich werde die ja so wegschlitzen. Also das ist. Und da merkt man halt den Progress, ne? Die machen wir jetzt inzwischen echt easy weg. Komm mal ran. Nee? Kein Bock? So, jetzt. Wir können hier hin und swingen. I wonder, ob ich trotzdem 95 auf die alle hab. Auch wenn die Highground haben und der ein Schild hat. Ich glaube, es wäre sogar der richtige. Was war das? Ich glaube, es wäre sogar der richtige Move. Das Ding ist, wenn ich jetzt sage, Runde vorbei, dann kriege ich halt 1, 2, 3, 4. Also mindestens 4 Attacken rein. Zwei davon können mich stunnen. Na? Das ist nicht so geil. Und wenn ich jetzt nach vorn gehe, kriege ich wahrscheinlich. Ja gut, da kriege ich noch viel mehr rein. Aber die Moral ist vielleicht weg. Ich habe vielleicht höhere Moral. Ich könnte zweimal swingen. Warte mal, wenn ich hier hingehe. Verliere ich 3 AP, dann mache ich einen Swing. Dann bin ich auf 0. Und dann kriege ich. Wie viel kriege ich? 5, oder? Wenn ich einen kille. 4. Nee. Ja, wir chillen. Wir chillen hier oben. Wir hoffen einfach, dass sie uns nicht treffen. 16% Hitchance. Da merkt man, wie viel Melee-Defense wir inzwischen haben. Geil, und die können alle nicht hitten. Okay, die sind so tot. Holy shit. Alter. Speak to the head! Auf Blatt. Und ihr auch, oder? Komm. Junge! Alter! Wir rasieren gegen den Strich, armer Kujon, Digga. So. Ja, die haben keinen Bock mehr. Und weg damit. Ist frech. Ist aber auch frech, dass der nicht getroffen wird zweimal. Ja, weg mit euch. Gesindel. Gesindel, Junge, die fressen, was ich auf den Müll schmeiß. Ekelhaftes Pack. Geil. Feilstein, Junge, ich bin euer Mann. Es ist geil. Wir rasieren so hart rein.
einfach nur heftig. Oh, sehr günstig. 15, nee. Also was wir auch überlegen könnten, wir können überlegen, aber Alene, wir können überlegen, ob wir Karawanen raiden. Das Problem ist, wenn wir mit einer Fraktion feindlich werden, senden die Söldner nach uns aus. Die senden einfach Kopfgeldjäger nach uns aus. Und wollen uns töten. Hier, das ist ein Hunter. Aber ich glaube, jetzt einen Fernkämpfer zu haben, ist Quatsch. Dafür braucht man erstmal ein bisschen Frontline. Dementsprechend, no. Ich glaube, wir sollten auch noch nicht rekrutieren. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen leveln. So. Okay, was wollen die? Get this relic from me and you'll be paid quite well for your services. Okay, der will ein Relikt. Coven of No Return. Das ist locker eine Undead Mission. Boah, weiß ich nicht, Leute. Was wollen die ihnen geben? Nee, da traue ich mich noch nicht ran. Karawane beschützen, voila. I mean, wir sind stärker geworden. Ach, das soll wieder in den Süden. Nee, sorry. Man muss ja auch sich eingestehen, dass man lernt. Okay, wir gehen jetzt dahin und räuchern den Unterschlupf aus. Da habe ich noch ein bisschen Business zu erledigen. Ohne Witz, hier, ja. Schön bei Nacht. Was ist denn da drin in dem Laden? Many bring thugs, a bring poacher. Hallöchen. Na gut, dann komm! Backen! Oh, der hat eine Keule. Ja, pass mal auf. Wir gucken mal. Gibt's hier einen Highground? So ein Schmackofatz Highground? No? Nee, gut, aber stellt euch da mal in so einem Bogen auf, dann kann ich zu euch hin und richtig rein swingen, dingen. Hm, nee. Oh. Hm. Ah, Trebia. Sehr gut. So, jetzt könnt ihr kommen. Zwei Leute am Knüppel. Zwei Leute am Knüppel. Aber was sie nicht wissen, drei. Aber was sie nicht wissen, ich werde sie wegknüppeln. Ich glaube, wir gehen hier hin. Gehen wir hier hin? Oder bleiben wir hier? Wir bleiben hier. Ja. Probier. Bei Nacht. Ich stehe auf Highground. Ja. Oh. Hä? Oh, du Schlingel. Und, komm doch bitte hier in die Lücke, du Mücke. Ja, dann seid ihr beide dran. Oh. Lecker. Mm. Ja, reicht auch. So, jetzt erwarte ich, dass der Junge mich stunnen will. Daneben. Geil. Perfekt, die drei werden sterben. Sie wissen es schon. Nee, sie wissen es nicht. Oh, der will sterben. Perfekt, die beiden Knüppel, Leute. Und der mit dem Dolch. Okay, die drei sterben. Ah, fuck! Oh, komm. Puh, er dahin. Jetzt habe ich ihn, ich kriege ihn. Digga. Ciao. Ja, warte mal, er hier, ne? Junge Berserk macht so Bock. Okay. Ich entspanne mich. Ich sammle erstmal Fatigue. So, und jetzt mit großen Schritten. Ja, perfekt. Alter! Nein! Du dumme Sau! Aber Level up. Junge, er wechselt auf den Dolch, sticht durch die Rüstung. Gibt uns eine dauerhafte Verletzung. Das ist doch frech. Das war der letzte Dude, der...
3 bis 4 Tage Heilung. Scheiße. Und es gibt keinen Tempel auf dieser Welt. So, jetzt aber nochmal, was nehmen wir denn? Was haben wir denn? Nee, hier haben wir festgestellt, nee, Duelist ist, wenn man eine Einhandwaffe in ohne Schild trägt, glaube ich. Right? With the offhand free. Ja, nee, haben wir nicht. Headhunter. Go for the head. Hitting the head of a target will give you a guaranteed hit to the head. Also with your next attack. Connecting with your hit will reset the effect. Okay. Also wenn wir mal einen Kopf treffen, geht der nächste Save auch auf den Kopf. Das Ding ist... Nee. Nimble? Das ist, wenn man leichte Rüstung hat. Genau. Footwork. Da können wir aus der Kontrollzone von einem Gegner raus for free. Underdog. Könnte was für uns sein. Nee. Reach Advantage. Nee. Each hit with a two-handed melee weapon adds a stack of reach advantage that increases your melee defense by 5. Up to a maximum of 5 stacks. Also 25. Bis zum nächsten Zug aber nur. Okay, das heißt, wenn wir mit dem Swing 3 Targets treffen, bekommen wir 15 Melee Defense. Alter. Das ist actually crazy. Oder? Ja, Brawny. Haben wir deutlich mehr Fatigue. Haben wir eben schon gemerkt, ne? Glaube ich, oder? Dass wir manchmal noch Fatigue-Probleme hatten. Relentless, don't slow down. Ach so, Initiative, nee. Rotation brauchen wir nicht. Rally the troops brauchen wir nicht. Taunt brauchen wir nicht. Quick Hands, können wir schnell switchen. Ja, Steel Bro. Gegen Headshots. Oder Head Strikes. Dodge. Ja, das ist nur gut, wenn man auf Initiative geht. Executioner. Aha. Okay, wir kriegen nochmal 20% mehr Damage, wenn ein Gegner eine Verletzung hat. Ja, aber meistens ist es dann eh vorbei. Crippling Strikes, Colossus, 9 Lives. Was machen wir 9 Lives nochmal? Ach so, ja, nee. Ja, also Pathfinder ist vielleicht was, weil wir dann weniger Aktionspunkte verbrauchen, wenn wir uns bewegen und auch weniger Fatigue aufbauen. Adrenaline, Anläufe, genau. Ja, ich glaube, es ist Brawny. Ich glaube, es ist Brawny. Yes. So, jetzt haben wir 95 Fatigue, nämlich. Das ist crazy. Geil. Okay. Was machen wir hier? Boah, das ist nicht so geil alles. Okay. Ich denke, wir machen es wieder klassisch. Hier würde ich jetzt gerne mal ein bisschen, glaube ich, was machen. Aber wenn so Low Rolls kommen... Resolve ist eigentlich schon gut bei uns. Machen wir so. Passt. Wir werden auch noch krassere Rüstung bekommen, die wird noch krasser wiegen. Also lasst euch nicht täuschen, dass wir jetzt schon equipment-technisch durch sind. So, ich muss irgendwie jetzt einen Ort finden. Bei dem war ich noch nicht. Vielleicht ist da ein Tempel. Wir gucken mal. Weil ansonsten, ja. Also das mit der Hand ist jetzt sehr unlucky gewesen. Da wurde uns nochmal ins Gesicht gespuckt zum Schluss. Finde ich gut. Peasants. Na gut. Aber läuft. Also, ne? Muss man schon sagen.
Oh, was ist denn hier los? Brigands. Das Ding ist unsere Hand. Das Ding ist unsere Hand. Wir haben weniger Melee-Skill. Wir treffen nicht gut. Wir hauen rein. See ya. Hier, greift die Peasants an oder so. Oh nee, dann gehen wir vielleicht... Perfekt. Perfekt. Ciao, Kakao. Aha. So, jetzt können wir unser nächstes Ziel bestimmen. Okay, also eine Kampf... Wie nennt man das? Wir brauchen so ein Wappen. Wisst ihr, an so einem... Also, normalerweise hat man in seiner Truppe einen Sergeant, heißt das im Fachjargon. Der quasi nur darauf geht, oder viel darauf geht, sehr viel Resolve zu haben. Und der bekommt dann diese Battle- oder Kampfstandarte, Kriegsstandarte. Die ist quasi auch ein Speer. Und dann skillt man ihm eine Fähigkeit, dass er basierend auf seinem Resolve-Wert alle Leute im Umkreis bufft, beziehungsweise nicht bufft, sondern einen positiven Moralcheck auslöst. 2000 Kronen haben wir auch. There's lots of crowns to be made with trading between towns. Wir sollen 25 Items traden. Wild beast beset villages on the fringes of civilization. Hunting them down for a profit is what we shall do. Defeat 5 packs of roving beasts. Boah, nee. We need to establish ourselves as mercenaries that can be relied on. Let us be tested over and over to prove it without doubt. 8 more contracts. Das machen wir. Wobei, I mean, die Standarte zu haben ist geil. Wir schwimmen auch in Gold. Muss man auch sehen. Aber so ein Hedge Knight kostet auch so seine 3000 Tacken, wenn wir jetzt bald mal einen rekrutieren wollen. Als Beispiel. Und dann muss er nicht mal gut sein. Ne? Ja. Ich glaube, wir machen 8 mehr Aufträge. Weil wir wollen ja eh ballern. Ja. Aber hier ist auch hier. Das war jetzt gefährlich. Das auch. Genau. Fahren wir hier lang. Schon mit dem Audi A8, Digga. So. Jawohl. Landstraße, ne? So. Das ist jetzt eklig. Müssen wir durch? Okay. Okay, mit Schild. Junge, die lauern da richtig an dem Straßenrand, die Affen. Da wurde ja richtig viel gebattelt. Die kommen da raus, die Schweine. Ja, aber 12 ist too much. 12 ist too much. Wir sind ja gerade erfolgreich dadurch, dass wir so viele aufschlitzen, dass die anderen keinen Bock mehr haben. Aber wenn 12 Leute sind, da könnte ein Tempel sein, ne? Okay, aber wir gehen erstmal nach Tiefenforst. Abfahrt. Ja, die haben hier ja echt freie Hand, ne? Krass. Heftig. Es gibt bestimmt eine Quest, dass wir die ausradieren sollen. Oh, was ist da los? Peasant? Achso. Eine schöne Waldstraße. Ja, nice. Aber läuft. Also, machen gut Progress. Was haben wir hier? Bestien jagen, nein. Die haben auch gar nichts, ne? Aber hier können wir Bretter verkaufen. Never mind. Okay. Rebuilding effort raided. Nee, das ist ja cringe hier. Dann gehen wir mal nach Waldmark. Ne? Vielleicht gibt es da einen schönen Tempel. Den einzigen auf der Map. Who knows? My nose? Not. Und meine Hand könnte jetzt mal wirklich Anwendung gebrauchen, ja?
Ich will auch einfach einmal wissen, wo es einen Tempel gibt, damit man halt beim nächsten Mal zielstrebig da hingehen kann, you know? Ja, auch schön durch den Wald ist natürlich auch risky, ne? Da kann halt alles rausspringen. Was ist denn jetzt los? Oh! Waldmark. So, bitte. Ja! Ein Tempel. Zack, mal heile. Kann man halt immer seine Verletzungen heilen. So. Hier können wir jetzt Poisoned Oil herstellen aus den Dingern. Machen wir nicht. Hire. Oath-Taker. Kenne ich noch nicht. Junge, 15.000. Heilige Scheiße, Junge. Der kostet pro Tag 30. Bruno One-Shot. Schöner Jäger. Ja, aber ich meine, genau sowas meine ich. In diese Richtung wollen wir. Ne? Oath-Taker. A brave warrior sworn to uphold a strict code and are no strangers to combat. Der kommt schon mit Level 4 rein. Ja, aber sowas wäre doch gut. So, was haben wir hier? Paket nach... Ein Tag im Westen. Ja, machen wir mal. Nach Jairstyle. So, hier verhandeln wir mal. Ja, mein... Also, das ist ja wirklich nichts, ne? Das sind ja Peanuts. Ach so, warte mal. Was hat er hier noch? Tavern, Fletcher, Tempel. Okay. Hier sollen wir hin. Ja, machen wir mal. Wir wollen ja gerade Aufträge spammen. Deswegen nehmen wir jetzt mal schön leichte Aufträge. Wir wollen ja 8 Stück haben. Da oben steht's. Dann bekommen wir mehr Renown. Dies, das, pipapo. Hier glaube ich gerade eine Trading-Karawane irgendwas weggemacht. Sehe ich das richtig? Gut, kann auch älter sein. Die Schlachtfelder. Okay. Ja, ein Tagesmarsch. Stimmt. So, was gibt's hier? Mhm. Soll wieder irgendein Relikt holen. Es ist halt, glaube ich, wieder Undead-Scheiße. Wir gehen mal wieder in die schöne Gegend. Habe ich irgendwie ein Haar hier? Hey, Digga, was ist los? Wir gehen nach Finsterweiler, das ist geiler. Ja, safe. Okay. Rufmuje. Na gut. Ja. Ich finde es so krass, dass dieses Spiel von 2015 ist. Also, das Ding ist 2015. Was habe ich da gemacht? Da war The Main. 6 Raider. Ah. I wanna know. Oh. Aber mit der Karawane zusammen? Da sind sogar a few Caravan Guards dabei. Ja, machen wir. Machen wir. Ja, 2015 ist einfach ewig her. Dementsprechend, boah, Alter, die haben richtig Bock. Die haben richtig Bock. Krass. Wie gehen wir das an? Rücken wir einfach auf, wenn einer stirbt? Wir rücken einfach auf, wenn einer stirbt. Oder ich sneak mich einfach außen rum. Die battlen sich alle. Aber die sterben halt instant. Die sterben instant. Die haben, also die beiden sterben doch instant. Wobei, der hat auch keine Kopfbedeckung. Okay, ich halt mich mal in der Nähe, ja? Jetzt wird doch geschlitzt. Ja, allein die Pikes, die werden die so wegmachen, glaube ich. Zack. Scheiße. Wäre ich da mal geblieben. Also wäre auch geil, wenn ich die Pikes schön angehen könnte. Okay, nice. Mal ein bisschen Damage. Aber 6 Raider ist schon ugly. Oh, Alter! Several Concussion. Was heißt das?
Also, das Symbol sah übel aus. Irgendwas mit gebrochenen Knochen, Digga. Geh mal hier ins hohe Gras. Da bin ich versteckt. Mal gucken, was sie machen. Das ist eine Katastrophe. Lol, einfach daneben. Shield Wall, nice. Gut, Rüstung gesnackt, auch nice. Ich werde gleich so aus dem Gebüsch springen und zwei Leute so abfacken. Noch denken die Raider, läuft, läuft bei uns, läuft. Wir mischen die so auf. Aber gleich springe ich aus dem Gebüsch und dann die! Und dann gehe ich wieder rein. Was? Ach so, weil der Zug noch läuft. Ha. Ja, wenn man einmal aufgedeckt wurde, dann, ja. Hm. Oh, der ist confident. Alter, die haben ja gar keinen Bock mehr, ist ja Ehre. Ja, läuft nicht bei euch, ne? Jetzt pass mal auf, Schatzi. Wir machen das so. Dann mache ich einen schönen Schwinger. Oh. Okay. Immerhin nicht mich angegriffen. Daneben. Mhm. 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 Ja. Dann bretter ich die mal weg, ne? Ave. Alter. Es ist mittlerweile nicht mehr. Jetzt überleg mal, wir haben ein besseres Schwert. Ein deutlich besseres Schwert. You know what I mean? Ciao, Kakao. Junge, Alter, wir schneiden schleißfrei. Ist ja arschgeil. Nass arschgeil. Nass arschgeile Rasur, aber jetzt nach Finsterweiler. Denn da... Richtig. Wait a minute. Können wir das jetzt clearen? Kam die von da? Ich habe gar nicht mehr aufgepasst. A few Brigand Thugs, a few Brigand Marksmen. Some Brigand Raiders. Okay, die Marksmen. Das sind bessere Rangies. Wir können bis nachts warten. Ist auch im Wald? Few sind ja so 4, some sind so 2. Aber allein die Brigand Marksmen, wenn da 4 Rangies sind, also selbst wenn ich alle Nahkämpfer plätte, dann muss ich denen ja hinterherarzen. Die rennen ja auch immer weg und dann schießen die. Das ist nicht gut. Das war mit dem Nekromanten, Digga. Abfahrt. Folgen mal der Karawane hier. Peasant, okay, scheint ja safe zu sein. Tja, ja, ja. Nee, aber also, dass das Spiel so alt ist, 8 Jahre und ist so gut. Also, mein Herzenswunsch ist einfach, dass die das immer weiter ausstatten mit DLCs und Content. Weil es ist ja einfach so sackgeil. Entschuldigung, aber es ist ja wirklich einfach nur nice. So, was geht hier? Kann ich hier jetzt... Hier ist gerade Kalle? LOL! Da ist einfach Kalle. Ist ja der Hammer. Kann ich hier jetzt mein Holz verkaufen? Hä, warum ist denn das nichts wert? Die haben doch sogar Building Effort... Aber auch wieder raided. Hm. Ja, Preis ist scheiße hier. 18 auf Schild. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so Freeze Frames. Ich nehme gerade in Studio 2 auf. Ist ja wild. Okay, was habt ihr hier? Dreier. Schöner Dreier. Nee, wieder Bestien. Auf gar keinen Fall. Wir gehen nach Pfeilstein. Wie ist denn eigentlich mittlerweile mit der Fraktion hier? Ist das besser geworden? Ich muss echt mal googeln, wie man die jetzt hochgrindet. Das habe ich vergessen, leider. Vielleicht braucht man einfach Renown, um Aufgaben in Städte, in ummauerte Städte und Zitadellen anzunehmen. Und dann nimmt man Fraktionsaufträge an und dann kann man die quasi farmen. Eine Karawane, Mensch. Nach Lehmburg.
Das sollte doch gehen, oder? Ja. Das geht. Ich bin Karawanenmeister. Oh, aha. Mhm. Ich bin Karawanenmeister. Das geht, das passt. Das passt. Haben wir hier irgendwie bessere Karawanen? Ja, few Caravan. Nee, Carnots. Scheiße. Ja, wir fahren mal ein bisschen. Kann ja auch nichts passieren. Kann ja auch nichts passieren. Okay, das ist easy. Das ist easy. Die mache ich aber alleine. 9? Wait. Ja, aber das sind alles Brigand Thugs. Die klatsch ich. Ich gehe sogar voran und klatsch die. Kann da nur einer aufrücken? Das wäre wunderschön. Nee. Das Ding ist, ich warte mal. Mhm. 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 Ah. Mhm. Hm. Ich könnte hier ran und splitten, aber ich könnte hierhin versuchen. Aber die tackeln wahrscheinlich eh wieder nur die Leute hier. Wir warten mal. Eieiei, direkt auf die Knochen, Digga. Cut arm. Also da bei dem Wort Sinne. Sinne. Hier eine Chance. Oh. Sehr gut. Alter. Klasse. Klasse, ihr knüppelt die ja weg. Ja, es sind ja auch nur Brigand Thugs, ne? Das sind quasi Äquivalente zu den Karawanenhänden hier. Okay. Also ich glaube, wir sterben jetzt gleich zwei, Leute. Schön auf den Raider. Oh, du wolltest ihn stunnen. War ein guter Versuch, Diggi. Okay, pass mal auf. Nee, wir wollen mal... Ach du Scheiße. Ja gut, dann splitten wir hier durch. Geil. Wie nice auch... Also mit dem Zweihandschwert macht ja auch einfach so Bock, ne? Die machen die alleine. Ich bin jetzt confident. Oh, wollt mich stunnen, die Sau. Geil, Raider gestunnt. Den einen Raider, den sie haben. Ey, die machen richtig Work. Aua, mit dem Stein hier, finde ich... Ja, so. Ey, komm mal runter. Pass auf, ich klatsch jetzt. Oh, mach doch keinen Scheiß. Jetzt muss ich mich mit dem hier begnügen. Naja. Geh mal hier hin. Krieg ich noch Hits auf den? Digga, ihr seid so scheiße, wirklich. Schneiden auf. Schade. Hm. Ihr trefft alle nicht. Ist ja insane. Wieder gestunt. Daneben. Ja, ich glaube, jetzt gibt es gleich eine doppelte Rasur. Eine schön schleißfreie Spaltung. Ich habe nämlich... Ich habe nämlich... Eine schöne Spaltung. Spalten dran! Jawoll. Zack, Junge. So. Ja, hau rein. Komm, mach den, Jungs. Wir haben nicht ein Karawanenhand verloren, Junge. Karawanenhand. Eine Karawanenhand. Was soll das sein? Weißt du? Naja. So, wo bist du? Ja, verpiss dich. Gut. 500 EP. Bisschen Loot. Geil. War doch Juti. Wir bekommen pro Kopf 3 Kronen. Supi. Sind schon mal 12. Ne? Sage mal, kann man nicht, konnte man nicht gucken? Ja, wie viel Kills der schon gemacht hat. Wir hatten 16 Battles. 92 Kills. Mashallah. The most powerful opponent he vanquished was a Brigand Raider. Das sagt zu viel über den Playthrough bisher. Aber das wird sich auch noch ändern. Es gibt später so krasse Gegner. Ihr wisst gar nicht, was auf euch wartet.
Das wird richtig tough. Aber jetzt erstmal schön nach Lehmburg. So. Toll. So, wie ist das jetzt hier? Increase your renown. Okay. Na gut. Wir warten hier mal, oder? Warten wir hier? Ne, wir brauchen hier nichts. Wir warten nicht. Wir gehen wieder zu den dreien, denke ich. Nach Finsterweiler, das ist immer schön, finde ich. Was wir auch machen könnten, wir können hier die Sachen ausheben, ne? Blackheart's Den und Coven of No Return. Das war aber Undead. Ja, aber wir wollen ja auch Verträge spammen. Wir wollen Verträge spammen, wir haben 2 von 8. Dann erhöhen wir unser Renown. Oh, wait, wir können am Recruit gucken. Das meine ich, was ist das? Na gut. Das ist der Markt, actually. Nee. Recruit? Das ist ja kompletter Müll. Also ich meine, so Farmhands sind ultra nice. Genauso wie Brawler. Oh, und Butcher war auch immer gut. Das sind halt so Backgrounds, die haben gute Rolls auf so Max Life und ich glaube Fatigue und Melee Defense. Man will halt Backgrounds haben, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie gute Werte haben. Und wir werden uns in der Situation wiederfinden, dass wir sehr wählerisch sein werden, wenn wir jemanden rekrutieren. Weil wir sehen ja nicht, welche Attribute er hat, erst wenn wir bezahlt haben. Und bei meinem anderen Playthrough war es wirklich so, kaufen, nö, ist Müll. Bis man dann einen guten hatte. Und wenn der da mal gestorben ist, das war echt bitter. So, was haben wir hier? Paket. Oh, ist ja übel weit weg. Nee. Das ist mir zu weit weg. Okay. Dann gehen wir nach Feilstein. Die wurden auch echt geradet hier, ne? Hier muss irgendwo eine Bude sein. Naja. Okay, ja, hier gehen wir wieder direkt, wa? Hier im Wald und Sumpf ist eklig. Ich slow mal down. Wobei, ja, so ein bisschen. So. Gebirge. Ja. Easy. Safe. Da kann halt jederzeit immer was passieren, ne? Man sieht die dann auf... Also man sieht die dann gar nicht kommen. People are disappearing. 400 Kronen. Ja, das ist ein Bait, Mann. Das ist ein Bait. Das kann alles Mögliche sein. Ghule, Wölfe, Spinnen. Ihr habt gesehen, was Spinnen machen. Das ist ekelhaft. Wirklich. Geht nicht. Es geht. Warte, wir können aber mal gucken. Nee. Dann geht's mal weiter nach Siegau. Es sind auch einfach geile Namen. Guck mal, ich kann das Bild vibrieren lassen. Cool, ne? Ja, ansonsten, wir können auch selber Sachen unternehmen. Müssen ja nicht nur questen, aber ich würde schon gern unseren Task erfüllen. Oh, hier sind aber einige. Oh, der Dirk. Nee, Müll. So, was haben wir hier? Ja, perfekt. Machen wir. So, irgendwer hat hier was geklaut. Was haben wir denn da? Junge, da lache ich nur noch. Da lache ich nur noch. Wirklich. Ich bin so am Lachen, wenn ich die sehe. Oh, schön. Da sehe ich schon einen schönen Swipe. Komm, wir gehen jetzt mal aggressiv vor. Wir gehen jetzt wirklich mal aggressiv vor. Wobei, wenn der uns stand, ist vorbei. Wollen wir... Komm, wir können jetzt mal langsam cocky sein, finde ich. Ach, ist das schön. Einfach vorgerückt, geköpft. Nur der mit dem Knüppel macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir kriegen auch kaum noch Damage, dadurch, dass wir Battleforged sind. Ah, schade, das ist keine Aktionspunkte mehr, das ist bitter. Na gut, dann hau ich nochmal zu, ne? Ja! Oh, ihr lebt ja noch! Junge, wie der Kopf dann noch so... Oh, ich darf nochmal. So. Ja, das geht dann ganz schnell auch irgendwann, ne? So, geil. So Satisfaction, wirklich. Macht ja einfach nur Bock. Actually ist das jetzt schon, da ist jetzt so ein bisschen der Glanz verloren gegangen, ne?
Also wir müssen jetzt langsam, glaube ich, mal stärkere Viecher plätten. Aber zumindest die Folge würde ich, glaube ich, noch ein bisschen Chili-Milli machen. Nach Tiefenforst. Ja, komm. Gönn. Wo ist Tiefenforst? Angeln. Da oben. Ui, das ist ja ganz schön weit weg. Na gut. Schöne Reise. Schöner Roadtrip. Ja. Also nächsten Schritte könnt ihr auch die ganze Zeit vorschlagen. Ich nehme das nächste Mal erst wieder auf, wenn auch diese Folge raus ist. Also, ihr könnt gerne, ne, ich sag mal, dieses produktive, positive Backseeden, ähnlich wie wir es in Dark Souls hatten. Macht gerne Vorschläge, aber bitte jetzt nicht 1000 Tipps raushauen, weil, also es gibt echt viele Motivierte unter euch, finde ich auch schön. Finde ich auch schön, dass ihr das auslebt. Aber wenn da Leute echt eine Doktorarbeit reinhauen in die Kommentare, das ist ein bisschen drüber. Ja? Stattdessen vielleicht mal pro Folge so einen Tipp. Ja, und dann haltet ihr euch so ein bisschen am Riemen. Hide the pain. 13! Das sind aber alles Thugs. Komm, ich finde, wir müssen jetzt mal was riskieren. Dafür gehen wir in den Wald. So, und die Peasants, denen wird jetzt... Oh, die sind schon weg. Wir riskieren jetzt mal was. 13. Oh Junge, das wird so eine EP-Bombe. Was ist das denn für eine Scheiße? Können wir da hin? Ja, das schaffen wir, oder? Er ist jetzt wichtig, was macht. Kommt der bis dahin? Perfekt. Oh, der hat eine dicke Axt. Okay. Und hier sind wir im Buschwerk. Wo bin ich? Das Ding ist, im Wald ist auch mega geil gegen Fernkämpfer, weil ihr seht ja immer, wo was im Weg ist. Das beeinflusst deren Hitchance. Oh, der will sterben. Okay. Einfach nur so aus dem Gebüsch, so ein fettes Langschwert. Ja, komm. Nervt mich nicht. Okay, der ist noch ein Problem. Chille. Und ich beende. Guck mal, der da trifft nie. Also, wir können mal auf die Hitchance achten. So, der ist jetzt dran, der Alte. Der schießt nicht. Okay, ich warte. Oh, der hat ein Messer. Hm. Der hat sogar einen guten Dolch. Oh, da können wir reinsplitten. So, der hat mit dem verbesserten Schutz 34. Die haben 13 Hitchance. Der hat 15, obwohl der dahinter steht. Und trifft sein Mate, ist ja Ehre. Ja, vielen Dank, ich mach mal mit. Ja, das passiert. Jetzt haben die noch weniger Trefferchance. Der wollte mich stunnen. 5% Trefferchance. Der hat 12. Junge, also so langsam haben wir so geistes... So schön viel. Also wir haben a lot, das ist wirklich sehr, sehr viel. Melee Defense, wo willst denn du hin? Bin ich dran? Ja, dann hauen wir dem auf die Schnauze. Zack. Das ist so nice. Wir hocken da oben, lassen die rankommen und dann so zack, zack, zack. Das ist einfach nur geil. Dass du, dumme Sau, mich hauen wolltest, ist eigentlich schon eine Frechheit. Das waren jeweils... Junge, 13%, der hittet mich. Und okay, ciao. Mehr. Nachschub. Ja, ja, fein, fein. Komm, komm ran. Ja, da kann ich rein splitten und spitten auf euch Abschaum. Nee, 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 nee. Wie viel Hitchance hatte der? 5. Nee, das war der Bogenschütze. Naja. Ich lass mal auf, dann könnt ihr auch immer gucken. So, ich würde sagen, eine Runde Spalten 3! Ich mache erst alle Nahkämpfer. Die haben auch alle noch Bock, das ist ganz witzig. Oh ja, der erholt sich erstmal, weil jetzt ganz schön anstrengend die ganze Zeit schleudern. Hm. Nö, ich chill. Ich chill absolut. Mhm. Mhm. Ich
chill nochmal, weil der andere kommt vielleicht noch ran. Dann kann ich swingen. Er trifft erstmal seinen Mate da. Das ist geil. Das war eine 5% Chance. Und er dazed mich auch noch. Egal, ihr leidet. Daneben. 5% Chance. Ist so geil. Er ist einfach geil. Guck mal, wie sauer ich auch bin, ne? Ich bin wirklich sehr sauer. Also. Trifft er seine Mates. Geil. Nee, nee, nee. Der wollte auf meinen Kopf gehen. Aber dann gehe ich lieber auf euren. So, jetzt erhole ich mich. Weil wenn die Runde vorbei... Genau, die sehen mich jetzt nicht. Ich erhole mich. Da passiert jetzt einfach gar nichts. Der erholt sich auch. Die warten. Ich erhole mich. Schön Fatigue. Schaffe ich es bis zu denen da oben? Ich glaube, hätte ich Pathfinder, würde ich es halt schaffen, ne? Pathfinder ist echt so ein Ding. Ob der worth ist? Okay, jetzt versuchen wir die zu kriegen. Das wird ein Akt, Alter. Geil. Damit haben wir ihn. Aber die werden eklig. Okay, der ist... Oh, wobei, jetzt kann er noch abhauen. Er entscheidet sich zu schießen. Das war dumm. Wenn der mir jetzt wieder... Wenn der einen Dolch jetzt rausholt und sagt... Amaya Kuyun, Digga, ich schneide dir die Hand auf. Dann bin ich aber sauer. Nee. Amaya Kuyun. Das ist einfach ein geiles... Leb! Du nicht mehr. So, dann gehen wir hier hin. Okay. Immerhin 33%, ne? Ja, haben wir dich. Schön. Alter, er hat einen Knüppel. Das ist ja fetzig. Geil, ich kann rein splitten, ne? Split! Ihr seid shit. Oh, ich habe ein Achievement. Ich habe ein Achievement, weil wir Level 11 sind. Have the Lone Wolf become Level 11. Geil. Leute, wir sind in Folge 3 Max Level. Nicht Max Level, aber was Perks angeht. Ne? So, und jetzt die Frage, was nehmen wir? Also, ich muss sagen, Reach Advantage klingt sehr, sehr nice. Aber das, also, es beschreibt ja eigentlich Waffen, die über zwei Felder Schaden machen. Each hit with a two-handed melee weapon. Sword two-handed. Und ist melee. Adds a stack of reach advantage that increase your melee defense by plus 5. Ja, das ist doch einfach nur geil. Also ohne Witz, gerade als Lone Wolf, wenn man da rein swingeldingelt. Zusammen mit Battleforged. Also dann sind wir schon sehr tanky. Ich habe das Gefühl, Reach Advantage oder Pathfinder. Dann sind wir halt... dann können wir richtig flankieren auch und so, ne? Oh, und wenn wir Höhenunterschiede überwinden, verlieren wir keinen zusätzlichen Aktionspunkt. Normalerweise ist das so. Ist auch krass. Also wir sind halt sehr schnell am Gegner dran, können uns gut positionieren und dann... Wir haben sogar zwei Perks offen? Hä? Hm. Naja, und Steel Bro ist halt auch wirklich wichtig. Ist schon greedy, das nicht zu nehmen, bin ich ehrlich. Hm. Relentless, was war das nochmal? Achso, nee. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Overwhelmed with every attack, hit or miss against an opponent that acts after you in the current round, inflict the overwhelm status effect. Aha. Ich habe das Gefühl, Reach Advantage it is. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass es für Waffen gedacht ist, die halt über Range Damage machen, wie diese Pikes und so, weißt du?
Weil die Beschreibung ist ja, learn to use a superior reach of large weapons to keep the enemy from getting close enough to land a good hit. Aber das beschreibt ja gar nicht die Stats. Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Und ich finde Pathfinder, also es macht einfach Spaß, glaube ich, damit zu spielen. So, und damit sind wir perked out. So. Das. Schon wieder nur zwei. Dann nochmal das. Ich glaube, ich habe letztes Mal irgendwie einen vergessen. Oder das hat uns gerade zwei Level gegeben. I don't know. Okay. Wir achten mal in-game darauf, vor einem Swing und nach dem Swing, wie viel Melee-Defense wir haben. Ja? Wir achten darauf. So, wo wollten wir hin? Wo sollten wir hin? Ne, wir sollten hoch, ne? Genau. Nach Tiefenforst. Ja, also selbst so eine Truppe von 11 Leuten ist inzwischen shit für us, you know? Das ist schon sehr geil. Also wir sind jetzt wirklich sehr, sehr stark. Und gerade in Sümpfen und Wäldern und Bergen, da wollen wir fighten. Weil wir haben jetzt Pathfinder. Das ist halt so strong jetzt. Aber Steel Bro ist schon eigentlich Pflicht. Ja, ich glaube, ich werde das vielleicht noch bereuen. Naja, was soll's. So, was geht hier? Erstmal, was haben wir hier? Witch Hunter. Witch Burnings. Junge, die haben hier Hexen verbrannt. Hexen sind so heftig in dem Game. Eine Karawane. Nach Lehmburg. Wollen wir das machen? I mean, 3 Tage. Aber es ist halt wieder nach Süden. Also da wollen wir eigentlich hin. Da verhandeln wir aber. Ja. 11 Kronen pro Kopf. Und 660 flat. Abfahrt. Wir fahren jetzt nach Kalkutta. Oh, wie steht's um Rüstung? Juti, mich trifft ja nichts mehr. Ist einfach nur geil. Ich muss mal ab und zu in der Taverne einen saufen, weil, schreibt ihr bestimmt auch schon, ich habe Drunkyard. Das kann man verändern. Weil das, wie war das nochmal? Wenn man dann viel am Saufen ist, es triggern dann auch manchmal Events einfach so, dass er Probleme hat mit dem Trinken. Und dann kann man diesen Trade noch verändern. Okay. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele das waren. 13. Ach du Scheiße, Digga. Okay, das ist ein Poacher. Ein Thug. Noch einer. Noch einer. Bisher keine Raider. Keine Raider. Okay, das sieht gut aus. Keine Raider. Okay, wir können hier hin und swingen. Ich warte mal. Mhm. Spearwall. Ich könnte mich hier ranstellen, aber dann kann ich nichts mehr machen. Mhm. Okay. Ich will auf jeden Fall an der Flanke sein. Oh. Wollen die mich? Und ich muss... Wir haben nur einen Karren. Der muss beschützt werden. Eieiei. Passen auch noch unbekannt. Können Raider dabei sein? Okay. Ich warte nochmal. Meine Jungs haben auch gar keinen Bock. Ist geil. Also wirklich gut. Okay. Den hauen wir jetzt um. 95. Zack. Dann gehen wir erstmal wieder einen zurück. Oh. Okay. Ich warte nochmal. Ist ärgerlich, ich sehe nicht viel, ne? Ja. Die lassen ihre Fernkämpfer arbeiten. Es wird sehr viel ausgeharrt. Aha.
Ich komme mal über Norden. Werden die jetzt aktiv? Okay, da fliegen die Steine. Wahrscheinlich schießen die die ganze Zeit auf den Esel. Aber die treffen nicht. Und da wird geblockt. Ich kann jetzt... Ich warte nochmal. Vielleicht kann ich swingen. Aber theoretisch kann ich jetzt einen runtergehen und rein splitten. Rein shitten. Ja, die machen alle nichts. Und einen habe ich noch nicht aufgedeckt. Oh, der hat jetzt Shield Wall. Okay, anyway. Jetzt wird reingeschittet. Wir haben jetzt alle teilweise schon Breaking. Mindestens Weaving. Außer der ganz vorne. Der hat noch richtig Bock. Der hat das hinten nicht mitbekommen. Er hier. Er ist so richtig committed auf ihn. Du Sau. Ja, da jetzt ein reingehen und swingen. Und da achte ich dann mal auf mein Melee-Defense. Ah, Mann. Du dumme Sau. Du. Nein, 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 nein. Mach keinen Scheiß. So. Wir haben 40. Wir haben 40. Wir bewegen uns. 23, 23. Haben wir. Jetzt haben wir 53. Okay. Es ist komplett geil. So, die haben alle keinen Bock mehr. Die drei. Der will mich jetzt hauen. Finde ich nicht cool. Ich hätte swingen sollen, weil ich dann Feld frei hätte zum Moven. So aber nicht. Nur die hauen echt rein. Vielleicht drehen die aber nochmal um. Wer weiß. Naja. So, rück doch mal ran. Ich will jetzt mehrere mit einem Hieb. Oh. Ja, stech ihn ab. Schön. Jetzt hat er keine Rüstung mehr. Das heißt, er ist safe in One-Hit für mich. Ey, es wäre übel geil, wenn die ihn vorher killen würden. Okay, wir können Folgendes machen. Wir töten den. Moven. Die fliehen. Dann kriege ich Free-Hit. Oh lol, der rasiert den auch. Nee, 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 wir machen weiter. Schön. Ja, schön. Schön. Oh, der kriegt jetzt 4 Free-Hits, wenn er gehen will. Dann mache ich den mal lieber. So, und das sind meine. Oh, was? Das fand ich jetzt krass. Wo ist er? Da bin ich wieder. Ja, du Schlingel. Ja, ja, ja. Ja, nee, also, nee. Ja. So, also von mir aus können wir auch aufhören. Ja, ciao. Okay, wir haben einen Dude von der Karawane verloren. So, jetzt habe ich... Ja. So, I guess. Oh. Ah. So, I guess. Drauf geschissen. Macht den Braten nicht fett. So, die wilde Fahrt geht weiter. Aber es ist ja echt heftig, wie viel Melee-Defense. Guck mal, eigentlich habe ich 32. Und wenn ich dann confident bin und nur 2 Targets hitte, war ich auf, was, 53? Da trifft mich ja gar nichts mehr. Ist ja insane. Und selbst wenn mich was trifft, habe ich so viel Armor. Alter. Das ist heftig. Und ich bin sehr mobil. Obwohl ich Heavy Armor habe. Also der ist jetzt schon ein guter Junge. So, wir haben 6000 Gold knapp bald. Ist jetzt echt die Frage, was die nächsten Schritte sind. Weil mein Ziel war es erstmal... Mein Ziel war es erstmal, ihn auf Level 11 zu bringen, tatsächlich. So, was will er? Der sitzt auf dem Boden. Okay, der macht weirde Sachen. Der will, dass wir ihn bezahlen. Ach, die versperren die Straße. Die erpressen uns. Nee, wir sind gut. Oder, ich habe es missverstanden. Vielleicht hätte er uns jetzt auch einen Tipp gegeben, wo irgendwas zu holen ist. So. Oh lol, Peasants helfen uns. Aber jetzt haben wir 2 Karren. Ey. Da wollte ich hin. Der hat nicht mal eine Waffe. Die haben alle keine Waffe. Ach du Scheiße.
Warum? Was ist mit euch falsch? Warum wollt ihr denn sterben? Also ich muss auf jeden Fall auch nach vorne. Nee, ich muss nach vorne. Lass mich mal durch, bitte. So. Schön. Ja, da hätte ich auch Schiss. Also wenn der neben dir steht auf einmal, ready to hit. Aha. Drei Poacher. Ja, der steht... Ach, der steht zwischen zwei Bullen. Die wollen die echt boxen. Imagine. Das ist doch Wahnsinn. Ja, gut. Läuft nicht bei euch, oder? Oh ja, ihr macht gut Damage. Nice. Okay, der mit der Axt kann ja aufrücken, dann kann ich hier schön reinswingen. Swingly dingeln, ne? Schade. Kann ich aber vielleicht trotzdem. Nice, jawohl. Schön abwehren da oben. Ist das ein Raider? Nee. Oh. Oh, okay. Ja, okay, das war unnötig, finde ich. Gut. Ja, dann weg mit euch. Oh, du hast geblockt. Denkst du, wärst cool? Du dumme Sau, du! So. Jetzt muss ich mal den da an der Nordflanke helfen, bin ich early. Oder ich gehe jetzt hier richtig frech drauf und swing rum. Ich meine, dieses Melee Defense Upgrade hält ja immer nur einen Zug. Das heißt, wenn ich jetzt wieder dran bin, ist weg. Aber... Oh, sehr gut, Leute. Ja, verkloppt den mal mit deiner Spitzaxt. Spitzhacke? Spitzaxt? Spitzhacke, oder? Bin ich gerade stupid? Oh, du willst sterben? Digga, ich habe ein Zweihandschwert. Weißt du, was das macht, Digga? Ring, 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 ring. Gut, ich helfe mal Nee, helfe ich dem? Nee, ich gehe hier rein. Oh, jetzt haben sie... Ja, gut. Hat sich erledigt, der Fall. Schön. Ja, da oben ist noch ein Poacher. Ja, hau den mal. Besser ist. Wie viel Hitchance hat der so mit seiner Hand? 25. Mhm. Gut, dann machen wir das so und so. Es ist einfach krass. Guck dir an, wie er da steht. Und um ihn herum liegen einfach... Also... Es ist ein Circle Pit. So, dann gehen wir mal da hinterher. Servus. Der hat schon keinen Bock mehr. Krass, dass ein Villager überlebt hat. Bin ich echt erstaunt. Aber es ist jetzt over, oder? Ja, ja. Ciao. Haben wir 7 Leute abgeschlachtet. Juti. Ja, das passt. Wir fahren mal weiter mit dem Zug hier nach Gütersloh, ne? Ja, pass auf. Wir beenden die Folge einfach an der Stelle. Das passt gerade ganz gut. Wir kriegen 11x15 plus die 660. Lecker, lecker Geld. Okay, das war eine weitere Runde Battle Brothers. Ich bin super gespannt, was ihr die ganzen 3 Folgen so schreibt. Ob überhaupt Leute dabei sind, die Ahnung haben von Battle Brothers. Wie da so der Output ist. Ja. Und ansonsten, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Montag beim neuen Video und Dienstag wieder bei Battle Brothers. Bis dann. Tschüssi.